Heute stelle ich euch die Sorte Blaue Ananas vor, eine meiner Lieblinge unter den Fleischtomaten in diesem Jahr. Die Blaue Ananas ist eine neue Züchtung, die angeblich aus Deutschland stammen soll. Die Informationen zu dieser Sorte sind leider so begrenzt, dass ich euch nicht mehr zu deren Geschichte sagen kann. Wenn jemand von euch mehr dazu weiß, dann schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare. Aber auch ohne jegliches Hintergrundwissen oder eine spannende Geschichte hat die Sorte mich absolut fasziniert. Von Anfang an war sie vital und gesund und ja, sie hat ziemlich deutlich gezeigt, dass sie anders ist als die anderen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Sorten hat sie ein sehr dunkles und sattes grünes Laub mit einem Blaustich. Und das ist hier keine Überdüngung durch Stickstoff, sondern wirklich ein sortentypisches Merkmal. Und auch der Stängel ist von unten nach oben hin dunkelblau, violett und die Farbe nimmt nach oben hin etwas ab. Sie hat zwar von Anfang an Geiztriebe gebildet, das war aber sehr übersichtlich und so hielt sich der Pflegeaufwand doch in Grenzen. Aber nicht nur das Laub, auch die Blüten sind besonders eindrucksvoll. Gerade der Kontrast zu dem dunklen Laub ist besonders interessant und erhöht natürlich auch den Zierwert der ganzen Pflanze deutlich. Ja, und hier sieht man jetzt einige Zeit später die Früchte bzw. die Rispen sind sehr üppig und schöne große Früchte, teilweise sehr stark gerippt, teilweise etwas weniger. Und ihr seht, zum Licht hin bzw. zur Sonne bilden die dann diese schöne dunkle Färbung. Das kommt durch den Anthocyananteil, das ist ein Pflanzenfarbstoff, der durch die Sonne gebildet wird. Wenn ihr also möchtet, dass eure Früchte sehr dunkel werden, dann gebt ihnen so viel Sonne wie möglich und sucht für sie den sonnigsten Platz in eurem Garten, den ihr finden könnt. Dann werden sie richtig schön dunkel. Ja, und hier sieht man nun, dass einige Früchte von Blütenendfäule betroffen sind. Es waren nur 3 Stück, die habe ich sofort entfernt. Trotzdem war die Ernte noch sehr hoch und nächstes Jahr möchte ich dann mit einer frühzeitigen Gabe von Gartenkalk dem entgegenwirken. Und dann schauen wir uns die Pflanze nochmal im Detail an. Also ich habe mich dafür entschieden, sie zweitriebig zu ziehen, da sie so eine kräftige Jungpflanze war und die Abstände zwischen den Blattpaaren ungefähr mittel sind. Ja, und wie man sieht, kann die Pflanze das gut versorgen und es ist gar kein Problem, sie im Gewächshaus zweitriebig zu ziehen. Das ist jetzt die erste reife Frucht. Die werde ich auch gleich ernten und da auch nochmal genauer hinschauen. Die ideale Reife hat die Frucht, wenn der untere Teil dann so orange geworden ist. Und wenn man sich diese Frucht jetzt anschaut, die wunderschön gerippt ist, sie ist unten gelb-orange, ein bisschen weich und hat diese wunderschöne Flammung von dem Violett-Schwarz durch den Anthocyananteil und ist flach rund. Ja, und nun schneiden wir die Frucht einmal auf, hier nochmal einen Blick darauf werfen und ja, ich muss sagen, ich war sehr überrascht, als ich aufgeschnitten habe, so. Ja, denn sie ist doch überraschend fest für eine Fleischtomate. Die meisten sind ja eher weich, aber die Blaue Ananas hat sich als eine feste Fleischtomate herausgestellt. Das sieht man jetzt auch, sie hat einen etwas höheren Fleischanteil. Die Gallertmasse ist da etwas reduzierter. Die Maserung hat teilweise so rosa-rote Flecken, das ist auch besonders schön. Und im unteren Bereich, wo sie dann so orange-gelb ist, ist sie süßlich, fruchtig, mit ein wenig Säure, eher obstartig, wie man das von vielen orangefarbenen und auch gelben Tomaten kennt. Und der obere Teil, wo dann diese Anthocyane gebildet werden, da ist die Schale teilweise ein wenig herb, nicht unangenehm, auch nur ein bisschen und auch nur manchmal, aber teilweise herb und setzt auch jetzt hier beim Schneiden so diesen lilanen Farbstoff frei, ganz interessant. Und ja, sie hat je nach Frucht
teilweise so ganz dezente Nuancen, die erinnern mich stark an Weihnachtsgewürze. Teilweise war es Kardamom, dann war es ein wenig Bittermandel. Das finde ich natürlich besonders spannend und deswegen ist die blaue Ananas 2020 bei mir wieder dabei. Ich empfehle den Anbau im Gewächshaus, einem Tomatenhaus oder Folientunnel, wenn ihr diese Möglichkeiten nicht habt, aber in einer Region wohnt mit einem milderen Klima oder ihr die Möglichkeit habt, euch irgendwie ein besseres Kleinklima in eurem Garten oder auf der Terrasse zu schaffen, dann könntet ihr die Ananas auch einmal im geschützten Freiland ausprobieren. Dann plant aber bitte noch mit ein, dass die Pflanze ungefähr 1,80 Meter hoch wird, im Gewächshaus noch etwas höher. Wenn ihr euch für weitere Tomatensorten interessiert, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und bleibt auf dem Laufenden, wenn ich euch weitere spannende Sorten vorstelle. Demnächst zum Beispiel die Mini-Fleischtomate Petit Chocolat oder auch die grüne, gestreifte und sehr süße Lucky Tiger. Alle Infos über die heutige Sortenvorstellung findet ihr wie immer unten in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen.